Hey Freunde, was geht ab? Hier ist wieder euer Peter und heute spielen wir endlich mal wieder ein Indie-Game hier auf meinem Kanal. Das heißt Kill Pedobär. Also, es ist wirklich einfach zu merken und es ist ein Indie-Game, wo ich sagen muss, das ist wirklich ein Meilenstein heute hier. Also, ich habe es nicht gespielt, ich habe es mir mal angeschaut, wie das Ganze so ein bisschen aussieht. Und wir legen mal los, es sollte nicht schwer sein. Wir kommen einfach jetzt mal, wir grooven uns einfach rein, Freunde. Play und ihr seht es schon, New DLC am Start. Und hier ist er schon, Pedobär. Und wie der Name schon sagt, Kill Pedobär, geht es natürlich darum, den Pedobär auszuschalten. Ich denke mal, hier in dem Game sind es dann auch mehrere, Freunde. Also, los geht's. Lass den Pedobären hier mal töten. Also, es geht schießen, dann können wir auch aimen mit der rechten Maustaste. Können schnell laufen, können auch hochspringen. Also, allgemein springen mit Space. Und, ja. Da hat sich beim Design einer nicht viel einfallen lassen. Irgendwie nur hier ein paar Sachen, können auch nichts kaputt schießen. Alter, diese Ingame-Sounds. Okay, irgendwelche Vandalen haben dann auch hier was hingelegt. Also, Freunde, es geht los. Ich denke mal, der Pedo, der ist hier. Und da steht er auch schon. Da läuft er auf uns zu. Was sind denn das für Sounds im Hintergrund? What the fuck, Alter? Okay, wir sind jetzt hier bei Sektor. Sektor 1, Sektor 2 oder Sektor. Als hätte einer einfach nur geschrien bei diesen Aufnahmen, als sie das Spiel gemacht haben. Also, ist ja geil, Alter. Ist das geil. So, wo sind wir denn jetzt hier? Oh, das ist dunkel. Oh, wir sind also wohl im nächsten Level gelandet. Also das. Oh, oh! Habt ihr gesehen, wie er sich da versteckt hat? What the fuck, Alter? What the fuck? Wo kommen die alle her? Da sind sie schon. Aber es ist relativ schwer, wenn die alle hier direkt auf einen zukommen. Und wenn man sich dann die ganze Zeit geschrien wird. Ich habe auch eine Brille an, aber das ist doch so nicht normal. So, nochmal neu. Ich rush mal durch. Mal gucken, was uns erwartet, wenn wir ein bisschen weiter laufen. Ist klar. Ist klar. Sorry, aber wenn da so viele kommen auf einmal, dann ist das doch echt unmöglich, daran vorbeizukommen. Und dann kommen die plötzlich von der Side of Life. Junge, wo kommen die? Backen die aus dem Boden? Das ist doch nicht normal. So, jetzt mal vorsichtig. Also, ich drehe mich jetzt mal wie ein Kreisel. Okay, immer schön am Kopf ziehen, Freunde. Das hat schon meine Mutti gesagt. Immer schön drauf da. Also, so, da kommen die Nächsten. Und dann kommt da wieder einer von der Seite. Hat er sich versteckt, oder was? Wo denn? Ach, du heiliger Bimbam. Okay, immer schön auf dem Kopf. Also, wir sind weitergekommen, Freunde. Yes, Jackpot. Und da kommt noch einer. Okay, wir sind schon. Diese Ingame-Sounds, ne? Okay, wir sind weitergekommen. Schaut euch das mal an. Berge von Pedos. Müssen wir den Schalter berühren. Oh, da ist ein Pedo, der hat eine Waffe. Der hat eine Waffe, Freunde, ohne Witz. Wir müssen jetzt aufpassen. Der steht hier irgendwo. Kann ich ihn nehmen? Wo kommt der her, Alter? Und was sind das hier für Pillen? Sind das illegale Drogen? Pedopillen? Die explodieren einfach. Macht gar keinen Sinn. Komm, mach hier auf. Hopp. Mach auf, das Ding. Ist klar. Jetzt haben die auch noch Waffen, als wenn die vorher nicht irgendwie... Außerdem ist das gar kein Junge, Alter. Welcher Junge sieht denn so aus? Ja, Leute, nach mehrmaligen Probieren habe ich mich dann doch dazu entschlossen, einfach mal das Level zu switchen, um vielleicht mal mehr zu zeigen von diesem grandiosen Spiel, was natürlich ein Meilenstein der, ja, Designkunst ist. Muss man einfach mal so sagen, das ist wirklich Kunst an sich, wenn man sich das mal hier anschaut. Also hier, da haben wir das Ende der Welt, das ist ganz klar. Und dann haben wir hier direkt ein Schloss. Also, das ist so, als wenn du stirbst und bist an einem Ort, was du nicht erwartest. Also, das ist einfach Wahnsinn. So.
Dann schauen wir mal, was passiert, wenn wir mal diesen Knopf drücken. Switch. Okay, dann machen wir das doch gleich mal. Da passiert nichts, aber wir haben ja noch drei weitere. Und da kommt doch der erste Pedo. Der hat gleich mal eine Waffe am Start. Diese Sounds, Alter. Ich habe nachher ein Trommelfell. Explodiert mir gleich. Ich schwöre, ohne Vorwarnung prügeln die auch auf mich ein. Ich bin jetzt eh tot. Beim nächsten Hit bin ich tot. Was ist das für ein Spiel? Ich schwöre, ich habe noch nie so einen Haufen Scheiße gespielt wie das hier, Alter. Ich schwöre euch. Ich habe noch nie so einen Haufen Scheiße gespielt. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll, weil die Gegner, die kommen einfach die ganze Zeit. Die Pedobären, die kommen ja aus dem Nichts da. Okay, jetzt ist das hier offen. Was ist, wenn ich jetzt hier durchgehe? Okay, ich wusste, dass da einer ist. Ey, wisst ihr, was ich hasse? Du aimst einfach und plötzlich ist dein Fadenkreuz ganz woanders. Ganz woanders. Du hast es in der Mitte und plötzlich ist es oben links. So, es macht keinen Sinn. Okay, jetzt beim letzten müsste dann also noch ein Gegner kommen. Switch, okay. Da hinten. So, da bei der Türe steht jetzt ein Gegner, definitiv. Seht ihr, habt ihr gesehen, was ich meine? Dann, der aimt so und dann ist das Fadenkreuz plötzlich ganz woanders, sobald ein Gegner kommt. Da. Das ist so richtig dumm. So, jetzt. Habe ich gewonnen. Surprise, Motherfucker. Mann, ich will doch nur was da reinstecken. Wer ist er denn, Alter? Wir sind so Selbstmordattentäter. Mann, ich hasse das. Warum kommt der immer von hinten? Was ist denn mit dem? Alter, ich schwöre, das ist so falsch. Das ist so falsch, dieses Spiel zu spielen. Schauen wir uns nochmal ein anderes Level an. Aber habt ihr das gesehen gerade in seiner Fresse? Das hat ihm richtig Spaß gemacht. Oh, wie schnell der sich plötzlich bewegt hat. Wo kommen die alle her? Wer hat das Spiel entwickelt? Was ist hier los? Was ist hier falsch? Okay, und... Ich will doch nur gucken, worum es hier geht. Und dann kommt einer aus der Wand. Er kommt aus der Wand und schießt mich tot. Freunde, es tut mir leid. Dieses Spiel ist unspielbar. Aber, wie gesagt, es hat trotzdem Spaß gemacht. Also, wenn ihr mal richtig ragen wollt, dann spielt dieses Spiel. Das heißt, Kill the Pedo Bear. Könnt ihr auf GameJolt spielen. Also, Alter. Wenn ihr irgendwie Indie-Games habt, die ich mal spielen soll, schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Das war's auf jeden Fall von diesem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Peterle, haut rein und tschaußen.